Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Secret Files 2 Tunguska. Ja, jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt etwas länger nicht spielen können, weil ich die ganze Zeit auf meine neue Festplatte gewartet habe. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, was wir alles gemacht haben. Wir haben die leere Flasche. Okay, das heißt, wir haben in der letzten Folge, ich schaue noch mal eben, genau, wir haben in der letzten Folge die Abführmarmelade hergestellt. Daran kann ich mich nämlich auch noch vage erinnern. Jetzt haben wir allerdings eine leere Flasche. Kann man die damit noch mal benutzen? Nein, kann man nicht. Mit dem Wasser kann Jedenfalls ich das nicht in die benutzen. Flasche, aber besser als nichts. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, weil ich denke mal, hier sind wir wahrscheinlich durch, da konnten wir ja nichts mehr nehmen. Aber wir müssen natürlich immer noch dafür sorgen, dass diese beiden Wissenschaftler hier weggehen. Mit ihm hatten wir ja gesprochen, beziehungsweise ihm ein Marmeladenbrot gegeben mit Abführmitteln untergemischt. Wir sind ja von der cleveren Sorte. Aber das scheint ihm irgendwie so gar nicht, also es scheint ihm gut geschmeckt zu haben, aber das scheint ihm so gar nichts ausgemacht zu haben. Und mit ihm hatten wir eine längere Diskussion, wo er dann aber trotzdem nichts mehr anders gemacht hat. Mir fällt da gerade was anderes auf. Wir haben hier Wasser. Kann die das unbemerkt? Der Wissenschaftler hinter dem Schreibtisch findet das bestimmt nicht so lustig. Okay, sie kann es nicht unbemerkt da drauf machen. Das hatte ich jetzt schon befürchtet. Das heißt, hinter dem Schreibtisch, je nachdem, welchen Tisch sie jetzt meint, wird wahrscheinlich der mit gemeint sein. Ich weiß nicht, ob wir mit dem schon gesprochen hatten in der letzten Folge. Na, sind Laune und Konzentrationsfähigkeit wiederhergestellt? Ja, mir geht's schon viel besser. Ich weiß, diese Sucht nach Marmeladenbrot spricht nicht gerade für einen seriösen Wissenschaftler. Ist nun mal so eine Macke von mir. Ab und zu brauche ich das einfach. Ist ja okay. Wir haben schließlich alle unsere Schwächen, auch wenn nicht alle dermaßen einen an der Waffel haben. Okay. Ah, ich kann mit ihm aber reden. Was genau machen Sie hier eigentlich? Wir untersuchen die regenerativen Fähigkeiten einiger Pflanzen. Klingt ja interessant. Wie funktioniert das? Die Untersuchung. Ja. Puh, also bis ich Ihnen das erklärt habe, sind wir beide alt und grau. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich halte Sie nicht für blöd, aber so mal eben in 5 Minuten kann man das nicht erklären. Schon okay. Wahrscheinlich haben Sie recht. Stört es Sie sehr, wenn ich Ihnen ein bisschen bei der Arbeit zusehe? Ich finde das alles sehr faszinierend. Verspreche auch nicht zu viele blöde Fragen zu stellen und Sie nicht zu stören. Na gut, aber nichts anfassen. Und wenn Sie Fragen haben sollten, Alexei wird Ihnen sicherlich gerne einiges erklären. Das ist nett. Vielen Dank. Okay. Sind Sie die einzigen Wissenschaftler im Zug? Nein, soweit ich weiß nicht. Sind wohl so einige an Bord, aber die Abteile sind voneinander getrennt und die Übergänge werden von Soldaten bewacht. Eigentlich schade. Wäre bestimmt interessant, die Forschungsergebnisse untereinander auszutauschen. Naja, wir werden ja hoffentlich später noch genug Zeit dafür haben. Sie haben also keine Ahnung, welche Kollegen sich noch im Zug befinden? Nein, eine genaue Auflistung der Wissenschaftler und wissenschaftlichen Mitarbeiter hat nur Professor Sidorkin. An diese Liste muss ich unbedingt rankommen. Dann weiß ich hoffentlich auch, ob sich mein Vater wirklich an Bord befindet und wo genau ich ihn finden kann. Okay, also Siadorkin, denke ich mal, wird der Typ sein, der hinten im Abteil war, wo wir nicht reinkamen. Wer ist denn dieser Sidorkin? Professor Sidorkin, er ist mein direkter Vorgesetzter, der wissenschaftliche Leiter für das Biologenteam. Sie kennen ihn nicht? Eine absolute Kapazität auf seinem Gebiet. Einen größeren Wissenschaftler im Bereich Molekularbiologie gibt es derzeit wohl kaum. Oh, das muss wohl irgendwie an mir vorbeigegangen sein. Ob ich mich mal mit dem unterhalten kann? Er ist Ja? gleich im Nebenabteil. Ich an Ihrer Stelle würde ihn jetzt aber besser nicht stören. Er steht Mist. ziemlich unter Stress und ist sehr gereizt. Und wenn ich sage sehr gereizt, dann meine ich deutlich gereizter als ich, wenn ich 2 Wochen ohne Marmeladenbrot auskommen muss. Na, dann kann ich mir das ja ungefähr vorstellen. Ich werde vorsichtig sein. Warum ist er denn so gereizt? Es gibt da ein paar Probleme, aber darüber darf ich nichts sagen. Ich muss jetzt auch wieder an die Arbeit. Sie entschuldigen mich bitte. Okay. Ah, mir geht's nicht so gut. Scheinbar habe ich das Marmeladenbrot etwas zu hastig runtergeschluckt. Alexei, mach bitte hier weiter und sag Sidorkin Bescheid, sobald du ein entsprechendes Ergebnis hast.
Nee, ich werde oder? Das mal wohin gehen. Und zwar schnell. Ganz schnell. Wir hätten in der letzten Folge einfach mit ihm reden müssen. Na toll, da bin ich natürlich nicht drauf gekommen. Ich werde jetzt aber mal versuchen, ob wir das jetzt mit dem Wasser machen können. Ein bisschen Flüssigkeit sollte ausreichen. Wenn hier alles unter Wasser steht, fällt das sonst zu sehr auf. Okay, perfekt. Er hat nichts gesehen. Hallo. Mist, ausgerechnet jetzt fliegen hier die Sicherungen raus. Ich muss die Sicherungen wieder reindrehen. Passen Sie bitte so lange hier auf, dass keiner irgendwas anfasst? Klar, kein Problem. Danke. Ich werde ganz genau darauf achten, dass keiner hier irgendwas berührt. Keiner außer mir. Aber natürlich. Wir haben so viele Proben, da klauen wir uns doch direkt mal was von. So, mal schauen. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, das nehmen wir einfach mal an uns. Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Da lasse ich lieber die Finger davon. Oder auch nicht? Erinnert mich an meinen Chemieunterricht. Keine schöne Erinnerung. Kann ich absolut nachvollziehen. Wir hatten sogar ein riesiges Loch bei uns oben, weil in der Parallelklasse mal was explodiert ist. Ich kenne mich mit sowas... Okay, also das scheint alles das Gleiche ich kenn mich zu sein. Ja, okay. Können wir denn irgendwas damit machen? Ich hol die Probe mal aus dem Glas. Oh, okay. Und ich hol die Probe mal aus dem Glas. Ja. Können wir die vertauschen? Ins andere Glas reintun vielleicht. Ich hol die Probe mal aus dem Glas. War das jetzt das Richtige oder war das jetzt das Falsche? Moment. Hä? Tja, was mache ich jetzt damit? Ich stecke die beiden einfach mal ineinander. Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Okay. Die von mir manipulierte Probe. Hoffentlich bemerkt keiner, dass die Pflanze jetzt deutlich dicker ist als vorher. Ah, okay. Deswegen können wir die da reinstellen, nehme ich mal an. Können wir die irgendwie... Ja, können wir. Oh, sie haut schon ab. Ah. Na? Bekommen wir jetzt hier einen super tollen wissenschaftlichen Durchbruch? Es sagt nichts. So, hoffentlich knallt mir die Sicherung nicht gleich wieder raus. Naja, ob ich hier wirklich irgendwann mal überraschende Ergebnisse bekomme, bezweifle ich mittlerweile sowieso. Was? Das kann doch nicht sein! Sollte es wirklich... Die Probe wurde tatsächlich nicht vollständig verbrannt. Das kann man sogar mit bloßem Auge sehen. Dazu brauche ich noch nicht mal eine Analyse machen. Ich muss unbedingt Dr. Lesniak Bescheid sagen. Und vielleicht auch Professor Sidorkin. Das könnte tatsächlich der große Durchbruch sein. Und ich hätte fast den Glauben daran verloren. Und Sie sind ganz sicher, dass alle Versuchsbedingungen genauestens kontrolliert und eingehalten wurden? Ich habe immer wieder Stichproben genommen und alles überprüft. Und für Alexei lege ich meine Hand ins Feuer. Ich arbeite schon seit Jahren mit ihm zusammen. Sie haben also die Experimente gemacht. Ist Ihnen irgendeine Veränderung aufgefallen? Was für eine Veränderung? Wir müssen alles genau prüfen. Wenn das Ergebnis stimmt, ist das eine absolute Sensation. Wenn wir es aber als Sensation melden und wir haben einen Fehler gemacht, dann kriegen wir hinterher höchstens noch eine Anstellung in einem Naturkundemuseum. Also gehen Sie nochmal alles in Ruhe durch. Wir sollten uns zusammen die Analyse anschauen. Ich hoffe nur, wir haben nichts übersehen. Wenn das Ergebnis wirklich stimmt... Wir werden in die Geschichte eingehen. Die Herren scheinen schwer begeistert von ihrer Entdeckung. Ich sollte die Gelegenheit nutzen und mich mal in Sidorkins Büro umsehen. Ja, viel Zeit doch. Werde ich nicht haben, bis dieser Sidorkin zurückkommt. Ich werde mich erstmal auf seinem Schreibtisch umsehen. Vielleicht finde ich da ja zumindest die Liste der Leute, die sich an Bord befinden. Ich kann immer nur wieder betonen, wie geil das ist, dass da so viele Synchronstimmen sind, die... so bekannt sind. Auf dem Zettel steht, Dokumente bei jedem Verlassen des Zimmers im Safe deponieren. Unterzeichnet mit W.I.L. Wenn in diesem Safe auch die Mitarbeiterliste ist, sollte ich mich hier mal genauer umschauen. Vielleicht finde ich so auch raus, was genau in Tunguska vor sich geht und was mein Vater mit der ganzen Sache zu tun hat. Okay. Irgendeine wissenschaftliche Abhandlung über Molekularbiologie. Fast nur Formeln und die wenigen Worte sind ähnlich unverständlich.
Die Unterlagen sind überschrieben mit Sicherheitslücken und akute Bedrohungen des Tunguska-Projekts. Ich werde mal einen Blick hineinwerfen. Wenn ich das richtig verstehe, sind in den letzten Jahren mehrere Anschläge auf geheime und offizielle Forschungseinrichtungen verübt worden. Teilweise wurden Unterlagen vernichtet, aber sogar vor Sprengstoffanschlägen und Brandstiftung scheinen die Täter nicht zurückgeschreckt zu haben. Augenzeugen haben dabei immer wieder von Männern in schwarzen Roben berichtet. Bislang konnte aber nie einer der Täter gefasst werden. Der Geheimdienst FSB wurde daraufhin eingeschaltet, konnte aber bis heute keine konkreten Ermittlungserfolge vorweisen. Die Vermutung, dass es sich um politische Terroristen handelt, konnte nicht bestätigt werden. Derzeit geht man davon aus, dass es sich ebenso um eine religiös motivierte Sekte handeln könnte. Männer in schwarzen Kutten? Ob das die gleichen sind, die Eddie gesehen haben will? Wenn das stimmt, steckt mein Vater in noch größeren Schwierigkeiten, als ich befürchtet hatte. Seht ihr hier links diese riesige Ameise? Die ist riesig. Normal ist das nicht. Die muss irgendwie genetisch manipuliert worden sein. Das wollte ich aber gesagt haben. Das erinnert mich nämlich an eine Geschichte von mir, die ich glaube 1998 war es, geschrieben hatte. Genmanipulation hieß die. Allerdings waren da die Viecher nicht so klein, die waren dann noch um einiges größer. Auf den Ordnern steht Tunguska-Projekt Fehleranalyse. Der obere Ordner ist für die Jahre 2000 bis 2003, der untere ab 2004. Damit werde ich so auf die Schnelle wohl nicht viel anfangen können. Hab ich's mir doch gedacht. Scheiße. Die kleine Kröte ist eine Schnüfflerin. Du bist mir schon in Moskau am Bahnhof unangenehm aufgefallen. Kröten bleiben halt auch in Verkleidung. Immer noch Kröten. Aber keine Sorge. Wir werden uns jetzt ein wenig um dich kümmern. Komme ich jetzt wieder zurück? Was treibt sich dieser Kanski denn hier mitten in der Nacht rum? Vielleicht täuscht der Eindruck, aber ich habe bei dem Typen ein extrem ungutes Gefühl. Ich sollte mich auf jeden Fall nicht von ihm erwischen lassen. Die dicke Beule an seinem Hinterkopf wird er mit Sicherheit noch nicht vergessen haben. Endlich eine Antwort auf meine Anfrage. Dann bin ich mal gespannt, was mein irischer Kollege herausgefunden hat. Hallo Max. Es hat etwas gedauert, aber deine angeforderten Informationen waren nicht so leicht zu beschaffen. Es war auf jeden Fall gut, dass du mir das Original dieses Briefes geschickt hast. Doch dazu später mehr. Zunächst einmal was zu dieser irischen Gesellschaft aus dem Briefkopf. Diese Firma gehörte mal einem gewissen Ken Morangi und hatte irgendwas mit Pflanzendünger zu tun. Das Unternehmen wurde ganz plötzlich geschlossen, obwohl es wohl ziemlich gut lief. Mehr konnte ich darüber leider auch nicht rausfinden. Seitdem lebt Morangi völlig zurückgezogen auf einer kleinen Insel vor der Küste Irlands. Eine Karte habe ich der Mail angehängt. Jetzt aber zu einer viel interessanteren Geschichte. Ich habe den Brief, den du mir geschickt hast, mal genauer unter die Lupe genommen. So ganz leer, wie auf den ersten Blick vermutet, ist der nicht. Offenbar wurde eine Art Geheimtinte verwendet. Nicht sehr einfallsreich, aber für Leute wie dich reicht es offensichtlich. Hier kommt der Inhalt des Briefes. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Hallo, Wladimir. Habe Unterlagen bekommen. Kopie ist in Arbeit. Übergabe müssen wir noch klären. Ken. PS? Der Whisky wartet immer noch. Na, das hört sich doch schon recht geheimnisvoll an. Dieser Morangi könnte vielleicht etwas wissen, das uns weiterhilft. Ich sollte Nina... Was sie wohl gerade macht? Hoffentlich geht es ihr gut. Ich mache mir echt Sorgen um sie. Verdammt, ist nicht mein Tag heute. Erst sitze ich mit einem darmkranken Psychopathen im Abteil und nun mit einem tollwütigen Hund. Ich muss hier schleunigst wieder raus. Sobald wir die nächste größere Ortschaft erreichen, wollen die mich den Behörden übergeben. Das wäre dann wohl das Ende meiner Suche. Und vermutlich auch meins. Der Hund hört sich an wie so ein kaputter Rasenmäher irgendwie. Da drin sitzt ein kleines, schnuckliges Schoßhündchen und spielt mit seinen Knochen. Ist er nicht süß? Knochen? Bevor ich in die Nähe des Knochens käme, würde der Hund mir selbige abnagen. Okay, aber ich denke mal, das ist wichtig, dass wir da rankommen. Hundeleine? Was ist das hier? Geh mal zur Seite, ich kann das gar nicht anklicken. Darauf ist eingetragen, wann, was und wie viel der Hund täglich bekommen soll. Ja, und wie viel von was soll er bekommen? Der Hund scheint die linke Hälfte der Box zu bevorzugen. Boah, das Geknochen geht einem aber ganz schön auf den Sack hier. Okay, eine Kühlbox. In der Box sind eine ganze Menge Fleischstücke.
Ich nehme mir mal eins der Fleischstücke. Okay, das ist schon mal gut. Die haben jetzt aber meine ganzen Sachen abgenommen. Das finde ich jetzt nicht gut. Laut der oberen Anzeige haben wir eine Temperatur von 12 Grad Celsius. Die untere zeigt eine Luftfeuchtigkeit von 28% an. Okay, was ist das? Ich krieg die Klappe nicht auf. Das ist bei Verklemmten leider keine Seltenheit. Bei Verklemmten, wie sich das anhört. Okay, können wir denn... Ah, okay, wir können das Fleisch in die Box tun. Okay, können wir da rein? Verschlossen. Können wir das Fleisch in der Box irgendwie da rein tun? Ich weiß es nicht. Oder können wir es da rechts rein tun? Nee, rechts geht's nicht. Um das Glas nicht kaputt zu machen, müsste ich es vorsichtig in den Käfig legen und damit meine Hand in die Nähe des Hundes bewegen. Und bevor ich das mache, hacke ich sie mir lieber selber ab. Zu blöd, dass ich nicht Vegetarierin bin. Dann würde ich jetzt zumindest nicht ernsthaft darüber nachdenken, das Steak roh runterzuschlingen. Okay. Die Birne haben wir auch immer noch. Und mit der Birne können wir jetzt nichts anfangen, ne? Was ist denn, wenn wir einfach mal versuchen, rauszugehen? Verschlossen. Schade, hätte ja klappen können. Was ist denn, wenn wir die Birne in die Kühlbox reintun? Geht das auch nicht? Okay. Und hier kann man nichts machen. Was ist mit der Leine? Ich meine, das wäre jetzt ziemlich dämlich, wenn man die Leine irgendwo benutzen könnte, aber... Weil man so ja nichts hat. Leine mit Hund, Leine mit Knochen. Glühbirne. Ja, viel haben wir jetzt nicht und viel können wir jetzt auch nicht machen. Achso, das war das Menü. Aber ich finde es ein bisschen blöd, dass man das jetzt hier nicht mehr rausholen kann. Ach so, das geht doch. So, der sollte erst einmal beschäftigt sein. Geh, los. Nimm den Knochen. So, ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal einen Knochen. Ja. Oder können wir mit den Knochen eventuell das Ding aufbrechen? Wenn ich die flache Seite in die Klappe stecke und ihn dann als Hebel offen. Ja, das sehen wir. Da ist ein Staubsaugerbeutel drin. Ich hole ihn mal raus. Ein Staubsaugerbeutel. Wie helfen uns jetzt eine 25 Watt Glühbirne, eine Hundeleine und einen Staubsaugerbeutel hier auszubrechen? Also das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Sonst kann man hier nichts mehr machen. Ah, Moment, jetzt kann man den Schlauch nehmen. Okay, also die Sachen, die ich gesagt habe und ein Schlauch und ein Rohr. Wie uns die helfen sollen, hier wieder rauszukommen. Ich meine, gut, mit... Oh, Moment. Angeleintes Rohr. Okay. Okay. So, das Rohr wird mir nicht mehr entwischen. Ja, ne? Das ist natürlich immer gut. Das kann man nicht verbinden. Das kann man auch nicht verbinden. Das kann man auch nicht verbinden. Okay, dann gehen wir jetzt mal rüber zu dem Hund. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Käfig, Tür. Das geht auf jeden Fall nicht. Alleine schon, wenn ich darüber nachdenke, ich meine, was soll das? Was soll ich mit den Sachen jetzt anfangen? Ich werde wahrscheinlich jetzt hier so lange brauchen, bis die Episode vorbei ist. Oh shit, ich sehe gerade, die Episode ist auch schon gleich vorbei. Ich schaue noch mal eben hier. Ach, da oben haben wir was nicht gesehen. Über der Luke muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Können wir das da oben benutzen? Ah. Oh. Hoffentlich hat das keiner gehört, sonst werden meine Probleme gleich noch größer. Nein, das hat keiner gehört. Bestimmt nicht. So könnte ich aufs Dach gelangen. Zumindest dann, wenn ich mir an den Glasscherben nicht die Pulsadern aufschneide. Können wir das jetzt... Ja, können wir benutzen. Okay, perfekt. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und wir dann in der nächsten Folge sehen, was passiert, wenn wir nach oben auf den Zug steigen. Naja, ich weiß aber noch nicht, was wir mit dem Staubsaugerbeutel oder mit dem Schlauch noch machen können, aber ich bin wirklich gespannt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.